Liebe Zuschauer, Optionsscheine stehen ja klassischerweise für erhöhtes Risiko, aber auch erhöhte Renditen. Jetzt hat die ohnehin relativ kreative Branche neue Produkte aufgelegt, die ungefähr eine Handvoll Emittenten anbieten. Und man sagt, sie bieten etwas weniger Risiko, aber auch attraktive Renditen. Geht das denn? Das fragen wir an Zertifikate aktuell Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Erd. Herr Hüppe, es klingt ja fast so, fast zu schön, um wahr zu sein. Niedrigeres Risiko bei höherer Rendite mit Optionsscheinen. Nun ja, nun ist die Branche schon immer so ein bisschen kreativer als andere Branchen. Sie sagen, mit Discount-Optionsscheinen geht das. Aber was genau ist erstmal ein Discount-Optionsschein? Ist nicht so ganz in der breiten Bevölkerung so bis jetzt angekommen. Ja, also man muss sagen, diese Produkte gibt es eigentlich auch schon länger und diese Strategie, die ist eigentlich eine ganz einfache Strategie, die früher dann eben nicht verpackt als ein Produkt schon für vielen Marktteilnehmern sozusagen gemacht wurde. Wichtig ist vielleicht klar zu machen, Discount-Optionsscheine haben nichts zu tun mit Discount-Zertifikaten, aber das Entscheidende ist, genau, ein wichtiger Unterschied, es ist kein Anlageprodukt, es ist ganz klar ein Hebelprodukt mit dem Totalverlustrisiko natürlich, aber das Interessante an der Stelle ist, bei einem Discount-Optionsschein kaufe ich wie bei einem Discount-Zertifikat, daher kann man den Vergleich durchaus schon wieder anbringen, einen Optionsschein zu einem günstigeren Preis, also zu einem Discount. Und wie auch beim Discount-Zertifikat an der Stelle wieder, kann ich das Ganze dadurch, diesen günstigeren Einstieg realisieren, dadurch, dass ich meine Chancen, meine maximale Rendite nach oben begrenze. Okay, wir schauen uns das mal an. Am besten an einem Beispiel und vergleichen mal Discount-Call-Optionsschein mit einem Standard-Call-Optionsschein, beides auf den DAX. Ja. Da fällt als erstes auf, der Discounter ist deutlich günstiger zu haben. Genau, also wir haben jetzt einfach mal einen klassischen Optionsschein, einen Discount-Optionsschein gegenübergestellt. Beide, und das ist natürlich um den Vergleich zu haben, haben den gleichen Basispreis und haben die gleiche Laufzeit. Ja. Und wie Sie schon sagen, der Kurs des Discount-Calls ist nahezu ein bisschen mehr als die Hälfte des klassischen Optionsscheins. Nun, und Sie sehen schon, hier sind ja Felder frei. Wie geht das Ganze? Mit einem Discount-Call können Sie in diesem Fall nur in dem Bereich von 10.000 bis 10.500 Punkten, also auf der Long-Seite, partizipieren. Darüber hinaus ist Ihr Gewinn begrenzt auf die dann 5 Euro, also diese 500 Punkte mal 1 Cent auf 5 Euro Maximalbetrag, während man beim klassischen Optionsschein unbegrenzt an den Gewinnen partizipieren kann. Das heißt, so ein Discount-Call-Optionsschein ist gerade wie in Marktphasen wie aktuell, wo es nicht richtig aufwärts und nicht richtig abwärts geht, besser geeignet als ein Standard-Call-Optionsschein? Fragezeichen. Ja, man kauft natürlich günstiger. Das ist mal die Erwartung. Also ganz klar natürlich die Erwartung, wenn wir hier diesen Cap bei 10.500 Punkten haben, wenn ich eine Erwartung habe, der Markt geht auf 12.000 bis zum Dezember, dann nicht so ein Produkt. Wenn ich natürlich sage, ich gehe eher davon aus, wir gehen vielleicht 300, 400 Punkte in diesem Bereich, dann könnte das Ganze interessanter sein, weil wenn man sich das Ganze nur mal ausrechnet, wenn man zu 6 Euro jetzt einen klassischen Optionsschein kauft, dann muss im Dezember der DAX schon oberhalb von 10.600 Punkten sein, damit ich überhaupt mehr als 6 Euro kriege, also überhaupt mein Einsatz wieder kriege, während ich hier bei ca. 10.260 bin. Aber wir können uns das Ganze auch gerne mal in der Szenariografik anschauen. Genau, müssen wir nämlich auch, denn die Frage ist ja, wenn ich schon günstiger einsteige und Sie sagen, die Rendite kann unter Umständen auch höher sein, dann müssen wir das mal schwarz auf weiß vergleichen, unter welchen Voraussetzungen das geht. Hier wieder Discount-Call, Standard-Call-Optionsschein. Genau. Und hier der Kurs des DAX. Kursentwicklung von 10.000 bis 12.000 Punkten. Genau. Und jetzt für Fälligkeit, also im Dezember, wenn wir im Dezember 16 bei 10.000 sind oder darunter ganz klar mit beiden Produkten ein Totalverlust, ja, wären wir bei 10.200. Und wir erinnern uns, den Standard-Call hätten wir zu 6 Euro gekauft. Ja. Dann haben wir noch einen inneren Wert von diesen 200 Punkten gleich 2 Euro, haben also knapp 70% verloren, während wir natürlich für 2,60 Euro eingestiegen sind, nur in Anführungszeichen 23% verloren haben. Okay. Geht es jetzt weiter, gehen wir Richtung 10.500, haben wir mit dem Standard-Call immer noch einen Verlust, weil wir ja für 6 Euro gekauft haben und nur 5 Euro zurückkriegen, obwohl der Markt positiv gelaufen ist, muss man sagen. Ja. Während wir hier schon mit dem Discount-Call unseren maximalen Gewinn von 92%, also bei 2,60 Euro Einsatz, 5 Euro Rückzahlung realisiert haben. Und jetzt kommt es eigentlich in diesen Bereichen,
kann man es mal vergleichen, vielleicht ganz wichtig, erst bei 11.152 Punkten hätte man mit einem Standard-Call auch 92% Rendite erreicht. Das Gleiche, was man mit einem Discount-Call bereits bei 10.500 gemacht hätte. Und erst darüber hinaus, also erst über die 11.150 Punkte hinüber, wäre man mit dem Standard-Optionsschein oder würde man mit einem Standard-Optionsschein dann mehr Rendite erzielen. Und das ist so ein bisschen die Erwartung, die der Anleger haben muss. Und dann sieht man schon, es geht nicht nur um die 10.500, weil entscheidend ist natürlich auch der Preis, zu dem ich kaufe, weil die ja unterschiedlich sind. Da muss man schon eine sehr positive Marktmeinung haben, um jetzt in diesen Szenarien besser zu laufen als mit dem Discount-Call. Okay, schauen wir uns dazu auch noch den Verlauf an. Wir haben jetzt geklärt, unter welchen Szenarien ein Discount-Call besser geeignet ist als ein Standard-Call. Wer hat denn jetzt seit 2015, haben wir hier den Chart, genau, den November. Seit November 2015 besser abgeschnitten? Standard-Call ist rot, Discount-Call ist blau. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wo standen wir damals? Wir standen hier zu Beginn bei 11.900 Punkten. Ja. Und dann ging es nochmal hoch, Da hat der Optionsschein natürlich klar einen Wert gewonnen, weil zu diesem Zeitpunkt der Discount-Call eigentlich nicht mehr viel erzielen konnte. Da war es nur noch, da war er schon gekappt. Ja. Da ging es natürlich nur darum, dass er über die Laufzeit über die 10.500 ging. Dann rauschte der Markt runter und der klassische Optionsschein hat mehr an Wert verloren, als es der Discount-Call getan hat. Also da sieht man schon, in diesem kleinen Bereich, wo es wirklich stark nach oben ging, war der klassische Optionsschein besser. Dann aber in der Korrektur konnte man mit dem Discount-Call natürlich die Verluste um einiges stärker begrenzen als mit dem klassischen Optionsschein. Klar ist, je weiter man sozusagen nach unten geht, je mehr man Richtung Basispreis oder darunter geht, desto vorteilhafter ist dann der Discount-Call. Je weiter man oberhalb des Caps des Discount-Calls liegt, desto vorteilhafter ist dann wieder der klassische Optionsschein. Okay, Herr Hüppe, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, etwas mehr Rendite bei etwas weniger Risiko. Das kann mit einem Discount-Optionsschein gelingen im Vergleich zum Standard-Optionsschein. Ja, wenn die Märkte keine trendstarken Phasen aufwärts oder abwärts ausbilden. Wenn es ein starker Trend ist, funktioniert ein Standard-Optionsschein üblicherweise besser. Ansonsten sind auch mit kleineren Bewegungen schon Renditen mit einem Discounter möglich. Wir fassen das Ganze nochmal mit Beispielen für Sie zusammen auf unserer Website und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen.